Herzlich willkommen auch an die YouTube-Zuschauer hier beim Zusammenschnitt von diesem Stream vom Mittwoch, den, was haben wir heute? 3.4. Ja, was machen wir heute, Matthias? Wir tun heute Platine weitermachen. Du hast sie quasi fertig gemacht, du hast ein paar Änderungen gemacht, du hast jetzt die finale Version. Wir checken heute mal komplett alles durch in dieser finalen Version. Ich habe auch einen Präzisionsmessschieber wieder gefunden. Meinen original echten ersten Präzisionsmessschieber von 2000. Na, glaube eher 1998 oder sowas. 1999 habe ich den gekauft. Steht kein Datum drauf, leider. Aber der ist definitiv vor 2000. Den habe ich wahrscheinlich nur in Schilling bezahlt. Der ist ja total super kalibriert. Also er wackelt auch nicht. Also ich müsste auch keine Schrauben nachziehen. Es ist ja hier der Spielausgleich überhaupt total super. Es wackelt da gar nichts. Und er ist sogar tatsächlich, na, ich glaube, das ist Dreck und kein Rost. Ne, das ist alles Dreck. Also, wir können mit dem Messmittel. Präzisionsmessgerät das Netzteil genauer nachmessen. Also vermutlich einen Tick besser als wie wo mit dem Lineal. Und Matthias hatte eine unglaublich brillante Idee. Etwas, was wir mal früher schon angestellt haben, also in einem anderen Projekt vor langer, langer Zeit. Bevor wir die Platine bestellen, können wir sie einfach mal in den 3D-Printer schmeißen. Ich habe gehört, der Hannes hat da was relativ zügig Druckendes zur Hand. Genau, ich habe hier hinten mein Bambulab Carbon. Und wenn Matthias mir eine Step-Datei geben kann, dann können wir das im Bambulab mal einfach rausschießen, schauen, was passiert. Das Ja. Schöne ist, du kannst dann gucken, ob es überhaupt mechanisch vernünftig reinpasst und ob die Bauteile einigermaßen draufgehen. Ich bin mal neugierig. Magst du mal so Zeug generieren, zeigen, ob das geht oder so, oder wie machen wir es? Ja, kann man machen. Geht eigentlich ganz einfach. Du hast ja das Keycard. Und du hast jetzt hier alles wunderbar schön geroutet und gelayoutet. Und du hast ja hier auch die Ansicht für den 3D-Betrachter. Das Ich starte heißt, mal den 3D-Drucker schon mal. die gesamten 3D-Daten sind vorhanden. Variante 1, die wir machen können, kann es beim Keycard sagen: Datei, exportieren, Step. Und dann haut er dir eine Step-Datei raus, allerdings mit allen Bauteilen, die ein 3D-Profil haben. Wäre auch witzig, dann sieht man, wie es ausschaut. Also zumindest alles, was Ansicht, 3D-Betrachter, also alles, was im 3D-Betrachter irgendwie als, ne, 3D-Bauteil vorhanden ist, würde er eben halt nicht als 3D-Bauteil raushauen. Kann ich dir kurz bereitstellen, das geht relativ zügig. Exportieren, Step. So, und sagen wir, wo wir es hinhaben wollen. Dann können wir uns das einfach mal grundlegend anschauen, wie das ausschaut. Wird geladen. Jetzt gucken wir, was passiert. Okay, Moment, jetzt muss ich irgendwie hier umschalten. Wo habe ich bei mir klein oder da? Sieht dann so aus. Wird 3D-drucktechnisch, glaube ich, spannend, weil. Die Pins und das die Diode und ja. Also, aber ich glaube, ich will das jetzt echt drucken, Matthias. Kann man da die Pins unten? Nee, warte, das muss ich wahrscheinlich machen. Nach unten schieben. Dann wird das eine drucken da unten, oder? Wenn was drunter ist. Wenn er geschickt ist, Vorschau. würde er sagen. Warnung, es scheint, dass das Objekt Step hat eine schwebende Region. Bitte richten Sie sich neu aus und aktivieren Sie die Stützengenerierung. Das ist hier, das da. Das Zeug, was da jetzt blau markiert ist. Boah, der hat alles Einzelobjekte. Guck, der macht sogar hier alles als Einzel, erkennt das alles als Einzelobjekte. Da könntest du jetzt quasi jedes Bauteil in einer anderen Farbe drucken und so. Aber jetzt pass mal auf. Stützen, Stützstruktur aktivieren, Slicen. Oh, diese Daily Tipps, wo kann ich die ausschalten? Nervt mir jetzt schon wieder. Vor allem, weil ich nicht mal draufklicken kann. So, also hier bei den Bauteilen jammert er. Guck, natürlich, der baut da Stützstruktur drumherum. Ja, gut, aber wäre ja jetzt nicht ganz so, na, wird man ja, könnte man mitarbeiten.
Ja, ich meine, ich kann es ja mal raus sein, brauche 40 Minuten, also für Ende des Streams sind wir quasi fertig. Was ich jetzt aber machen könnte, also ich gehe mal auf die schlechteste Qualität, extra Draft und so, weil braucht man ja nicht in irgendeiner Genauigkeit, ne? Also 0,28er Schichtdicke hätten wir jetzt. Schauen wir mal, wie lange er braucht. 33 Minuten. Jetzt haben wir 33 Minuten. Und jetzt könnte man aber noch was ganz was Übles machen, Matthias. Na. Jetzt könnte man. Boah, das mache ich jetzt. Hoho, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt pass auf. Jetzt bringen wir ein Filament hinzu. Ich habe ja Bambu PLA Matt, also Orange, aktuell eingespannt. Und ich habe ein Violett mit Glitzer eingespannt aktuell. Und jetzt könnte ich sagen, Höhenreichweite da. Aber warum ist denn die Ansicht so bescheuert? Was will denn der von mir? Komische Dinge er macht, Matthias. Guck dir mal das an, warum der das so komisch orange macht. Kann man nicht verstehen, oder? So, muss reichen. Na Fertig. dann, Was so genau hergeht. drucken und los. Keyboard-Symbol haben. Anleitung. Anleitung. Wir brauchen eine Anleitung. Slicen abgeschlossen. Jetzt druckt da 41 Minuten Gesamtdauer. Wobei das jetzt mit der Schichtdicke schon echt übel ausschaut, muss ich sagen. Also 0,8. 20 kann ich echt nicht bringen. Nehmen wir 0,2er. Stündchen. Ja, immer noch 48 Minuten, aber 55 gesamt. Bin Ich bin mal mal gespannt, ob er die Pins gedruckt kriegt. ja, ich bin mal gespannt, ob man die Stützstruktur wieder runterkriegen. Das würde mir mehr interessieren. So, Druckplatte drucken, PLA, X1, ja, keine Kalibrierung des Flusses, keine Druckbettnivellierung, das habe ich gestern alles schick gemacht, bevor ich was gedruckt habe. Mal schauen, ob die Druckplatte leer ist, das ist immer das Wichtigste bei mir. Also er jammert, wenn was drauf ist, tatsächlich, weil er guckt mit der Kamera erstmal drüber und dann beschwert er sich, oh, da ist aber was drauf. Genau, die andere Möglichkeit ist halt, du kannst es ins FreeCAD reinladen. Platine, es gibt direkt ein KeyCAD Workspace. Platine, das kannst direkt das PCB reinladen, kannst die Leiterbahn reinladen und könntest jetzt anfangen, eben halt irgendwas drumherum zu konstruieren, wenn du willst. Wie geht es? Gibt es da Exporte FreeCAD oder? Nee, du hast im FreeCAD die Möglichkeit, das KeyCAD Step-Up zu installieren, Okay. Zusatz-Plugin. Und dem sagst du, das kann man eigentlich ganz kurz mal machen, Datei, alles schließen, verwerfen. Dann sagst du dann, machen wir mal bitte das PCB auf. Also der holt sie das selber aus dem PCB raus. Ja. Okay. Ist gerade so ein bisschen unglücklich, aber ja, dann hast du die Grundstruktur fertig, ist es. So, und dann kannst du halt sagen, ob du willst noch die Leiterbahn haben oder willst noch Text haben. Und das ist Muss eigentlich mal die kurz schnell. beobachten, ob was jetzt richtig rauskriegt, die Wurst, weil nicht, dass da Explosion. Ihr könnt es auch mal kurz zugucken. Na, es wird schon orange. Ich habe gestern Grau Carbonfaser gedruckt, das hat er echt ganz schön lang rotzen müssen, bis das orange wird. Also dieses viele Verschwenden macht zum Teil schon Sinn, muss ich leider Gottes immer wieder feststellen. Aber der Abstreifer ist völlig unbrauchbar. Also was sie sich dabei überlegt haben. Kannst du halt auch ein, ne, kannst es anfangen, Du drumherum hast zu doch gerade bauen oder? Leiterbahnen gehabt. Warum hast du jetzt keine Leiterbahnen mehr? Das dauert einen kleinen Ticken. Ich kann jetzt sagen, Leiterbahn reinziehen, Maschine braucht ein bisschen dafür. Okay.
So, wenn du wirklich nur drucken willst, reicht das. Ja, definitiv. Ja, so grob zum Reinlegen, gucken, ob die Teile so über den Daumen passen. Alles gut. Du kannst dann sagen, das hier exportieren und suchst du dann halt raus, was du da haben möchtest. Naja, Step kann ja auch nicht jeder, ne? So, und dann einmal Retour Richtung Platine. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier unten diese Wurst raus. Ich werde die Finger abschneiden, glaube ich. Oh, ne, jetzt kriege ich es nicht hin. Da hängt was dran und ich würde es gerne rausnehmen, damit die Leute auch gucken, wovon ihr redet. Da hängt was dran unten. Ich weiß gar nicht, wer die hinfällt. Im Moment fährt er vor und reißt mal die Hand ab. Ich weiß es. Die Geräte sind nur dafür da, jetzt mich zu quälen. So, er guckt jetzt, wie du siehst. Oh, hier sieht man in der Webcam, sieht man sogar das Licht von der Kamera schon. Oder von diesem LiDAR, besser gesagt. Er guckt nämlich jetzt, ob die Fläche frei ist. Ich habe nämlich auch schon mal vergessen, da was wegzuputzen. Und dann hat er gejammert, oh, die Fläche ist nicht frei. Ja, bin ich mal gespannt. So, und jetzt sollte er hier vor sich hindrucken. Sind wir mal zuversichtlich, oder Matthias? Ja. Ich habe eine Texter-PEI-Platte drin, also das sollte auch die Haft. Oh Gott. Was der da gerade macht, guckt sie euch an, einzelne Punkte. Oh Gott. Ich weiß nicht, was du da gesliced hast. Jetzt hat das gerade verkackt. Was macht denn der da für einzelne Punkte hin? Habe ich es genau um ein Layer nicht weit genug runter da schoben, kann das sein? Im schlimmsten Fall. Könnte tatsächlich sein, gell? Das ist gerade um ein. Nee, oder jetzt muss ich nochmal hier reinschauen. Vorschau. Man hätte sich einfach hier vorher den ersten Layer anschauen können, was er macht. Oh, die Punkte von den Dings macht er, von den Stiftleisten. Oh nein. Nein. Oh. Oh nein. Oh Soll nein. ich dir einfach mal das andere Step schicken? Nee, nützt dir nichts. Er Nicht. wird schon hinkriegen. Ich gucke einfach nicht hin. Dann wird schon funktionieren, oder? Das bisschen rumgeschmiere da. Ich tue das gleich mal raus. Oh, jetzt druckt er genau da, wo ich es rausmachen will. Na, ist ja logisch. Jetzt klebt es an seiner Düse. Danke dafür. Ich kann es jetzt nicht wegmachen, weil. Ah, toll, jetzt habe ich es verkackt auch noch. Aber er druckt schön. Ich habe jetzt quasi hier vorne diese Wurst, sieht man, meine Maus sieht man schon, ja. Hier vorne, die habe ich jetzt gerade nach, habe ich gerade wegmachen wollen und damit habe ich gerade den Druck gelöst und die Wurst sogar noch nach vorne geschoben. Also das war jetzt gerade das Schlechteste, was ich machen habe können. Die hat er sich da hinten irgendwo mitgenommen. Aber sind wir mal zuversichtlich, dass er es trotzdem hinkriegt, oder Matthias? Ja, also Rotstift-Variante. Das Layout ist jetzt nochmal, ich sag mal, ein bisschen hübscher geworden. Was heißt hübscher? Es sieht, es, naja, Es ist es anders. sieht halt, Es ist es anders. ist anders. Ja, hübsch war es noch nie. Ja, aber da können wir nichts dafür. Das ist Philips verschulden, weil wir haben uns ja an deren Design halten müssen. Also von dem her. Naja, schauen wir kurz in den Schaltplan. Da ist mir was recht Interessantes drin. Genau, Bitswap. Vias müssen gedruckt werden. Ja, ohne geht nicht. Und zwar sitzt hier hinten ein ESP32S3 mit dem Schaltplan drin. Was nämlich funktioniert, die Dinger sind bedingt PIN-kompatibel. Zumindest für die wichtigsten Pins. VCC, Ground und EN. Das funktioniert. Ja, toll. das heißt aber, mit ein bisschen, ich sag mal, kreativer Optimierung, schauen wir hier mal durch. Wir haben unseren Hall-Sensor, wir haben einen ganzen Stapel Do Not Use für den ESP32. Layout ist, ja. RXTX-Pumpe hängt an IO5 dran. Read-In, also der erste an IO13. 18 ist WS2812, 19 ist der MOC, 21 ist der Hall-Sensor. Mhm.
Ja, und das war es eigentlich, was die Rotstift-Variante so braucht. Die Taster sind gleich geblieben, die drei Stück. I oder C haben wir nicht mehr. Und hier ist es so, Pin 14 und Pin 13. Beim S3 sind die USB-Datenleitungen. Das heißt, würdest du ein ESP32 S3 draufsetzen, könntest du die beiden Pins benutzen, um USB anzuklemmen. Braucht Wenn aber man dann es denn schon. wahrscheinlich irgendwie einen Pull-up oder so, oder? Kannst direkt durchverbinden, soweit ich es noch Okay. im Kopf habe. Da ist alles im Chip drin. Rest halt so umgeschoben, dass es bei beiden eben mit den Pins passt und sich nicht in die Quere kommt. Denn das Modul ist als Not Recommended for New Haben wir Designs das letzte gemarkt. Mal gesehen, wo man das Datenblatt aufmacht, habe ich da ganz kurz drüber 100 Use. Genau. Und ja, das mit dem S3 Replace Next Version Check haben wir gemacht. Das heißt, was hier gemacht oder was hier passiert ist, die Footprints sind übereinander gelegt. Der S3 hat hier zwei zusätzliche Pins, links und rechts. Das Ganze ist vom Layout so angepasst, dass man entweder den normalen 32er hier drauf löten kann, dann ist da halt gar nichts dran. Oder eben halt den S3, hier ist auch nichts angeschlossen, aber kriegt es da festgelötet. Also mir fehlen da rechts beim C18 schon mal eine Handvoll Vias. Du meinst bei dem hier? Nee, Du rechts hättest gerne noch. unten. Nee, rechts da, wo gar keine sind. Da, wo Hier. quasi die Hauptmasse vom Dings kommt, vom ESB und so. Ja, da, wo gerade mit der Maus war ich vorher. Beim C18. Ja. Nee, C18 oben. Ja, Da hier. so eine Handvoll Vias in das Eck rein, wird mir gut gefallen. Ja. Wieder auf. ESP32 P4 fragt der Neude gerade. Das war der nicht Wi-Fi-fähige Zweikerner mit, er kann so ziemlich alles außer Wi-Fi. Okay. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, schauen wir mal. Glaube ich, wurde letztes Jahr angekündigt, ist noch nicht erschienen. Ist schön, dass er den Text auf der Unterseite nimmt, anstatt des Via. Ja, du musst ja auch in den richtigen Layer springen. Wenn du ihm sagst, dass du auf dem Textlayer unterwegs sein willst, hat der Text halt Und Vorrang beim dann würde ich Greifen. quasi noch ein Via zwischen den Kondensatoren und dem Ground-Pin reinsetzen an deiner Stelle. Boah, der hat das gerade Wo? echt hässlich gedruckt. Guck's mal. Aber er wird schon werden. Via Kondensator Ground Pin. Da Wo unten. mein? Unten. Da unten. Da, ja, da in die Fläche 1-1 rein, weil wegen einfach, dass da halt. Ja, genau. Ja. Okay. Weißt du, bist du halt natürlich gleich mit Ground verbunden. Man kann da schon gar nichts hin. Nirgends nicht. So. Gott, ist der gerade laut. Sag Bescheid, wenn es explodiert. Das Schlimme ist, dass der jetzt diese Pins, diese Mikropins von dem Stiftleisten bis nach oben hin weiter drucken will, ne? Bis in alle Ewigkeiten. Es freut mich tierisch. Weil die werden jetzt quasi in der Luft hängen, weil er die untere Lage weg hat. Also es wird eine Herausforderung. So nicht genutzte Pins sind auf die Oberseite diesmal geführt, dass du nicht unten drunter löten musst, wenn du irgendwas anklemmen willst. Testpunkte für den ADC, für die Reeds sind vorhanden. Massepad, falls man Masse noch irgendwie braucht zum Messen. Warum gehst du da immer einmal auf die andere, auf den anderen Layer? Eigentlich, um die oberen Flächen nicht komplett zu zerschneiden. Dass du noch einigermaßen durchgehend irgendwo Kupfer hast. Okay. So gut es halt geht. Dann meinst du, hast hier unten Kupfer. Ja, aber auch unten sieht halt. Da ist halt auch Zeug drin. LEDs sind halt deutlich reduziert vom Aufwand her, weil es ist eigentlich nur noch Prozessor, die Pfuschdiode, erste LED, dass du sie auf 4,3 Volt runterzwingen kannst. Davor und dahinter ein Punkt, um die Daten abzugreifen.
dass man sich anschauen kann, ob die LED einigermaßen das macht, was sie machen soll. Der Jumper für den Bootmodus. Du kannst hier noch irgendwas anlöten, wenn du willst. Programmiersteckerchen ist gleich geblieben. LEDs, Hall-Sensor haben wir halt nachgesetzt vom letzten Mal schon. Text noch ein bisschen angepasst. Taster, hier noch der letzte Pin der LEDs, also das Dayout, falls man noch irgendwas damit machen möchte. Hier oben die Fuse einmal quer rüber gelegt. Also oben schaut es jetzt ja mal ganz anders aus, ja. Ja, das heißt, so gut es geht, das Ganze angebunden. Geht das da oben? Wo? Das da? Ich überlege gerade, ob das von der Schale her geht bei der originalen. Glaube nämlich, dass du nördlich der Triax nichts haben darfst, weil er relativ zeitnah die Schale kommt. Das kann ich dir, da hast du eher den. Nee, ich habe auch keine mehr. Dann drehen wir das Ganze mal so ein bisschen. Meinst du, dass das so besser wäre? Also, wie auch immer man es dann da reingequetscht bekommt. Ja, halt so. Kannst du gerade daneben machen, rechts daneben oder so. So irgendwie, ja. Aber die Richtung hier müsste gehen. Die geht auf jeden Fall. So, das Spannende ist eben halt dann die Leistung von da nach da. Wegen? Da unten hast du ja eh schon. Ja, nur da würde ich dann sagen, etwas andere Leiterbahnbreite, sonst haben wir da eine ungewollte zweite Sicherung drin. Du könntest ja, genau, du kannst ja da rechts hoch direkt. Mach eine Fläche hoch einfach. Oder? Ist nicht so geschickt wegen Abständen und so wahrscheinlich, oder? Ist eher unschön. Ja, aber den Widerstand, den kannst du ja nur einen Tick nach oben schieben. Mein Monk stirbt so innerlich gerade. Ich kann es da gar nicht in Worten ausdrücken, wie sehr. Oh, zum Glück kann ich hier meinem Drucker zugucken. Du machst es absichtlich, gell? Du machst es nur, um mich zu quälen. Gib's zu. So, dann schauen wir uns das Ganze mal im 3D an. Das Garantiert ist nicht. falsch rumgeschrieben, High Voltage. Willst du es auch noch lesen können? Ja, wäre schon nett. Jetzt macht er gerade einen Farbwechsel bei mir. Das schauen wir uns jetzt an. Weil toll und so. Sieht man hinten dieses orange Schlanzenzeug rauskommen? Hat das orange eingezogen. Jetzt zieht er gerade das lilane ein. Ist auch schon am AMS angekommen. Ist jetzt da gleich am Extruder angekommen. Jetzt ist der Extruder auch lila. Und jetzt schlanzelt er es raus, glaube ich. War noch nicht, oder? Wahrscheinlich ist er noch nicht heiß genug. Doch, jetzt ist er gleich heiß genug. Jetzt schlanzelt das raus. Und jetzt ist hinten noch orange im Eck. Also da müsst ihr hingucken, alle, ne? Da orange. Jetzt wird es lila. Also er macht jetzt gleich die Bauteile, Matthias. Cool, oder? Das ist super. So, ja, gefällt mir jetzt ein bisschen besser. Abstand ist ein bisschen mehr. Er hat sogar abgewischt gekriegt. Ich bin begeistert. Und er spuckt direkt drüber ohne Rücksicht auf Verlust. Ich bin echt neugierig, ob die Stiftleisten funktionieren, Matthias. Also warum da unten noch so ein komischer, schräger Ding weggeht, nochmal mit einem anderen Winkel von der Masse, weiß ich nicht, aber ist okay. So, weil es unbedingt gewünscht wurde. Ja. Dann können wir da nochmal kurz drauf gucken, was der macht. Wie viel Schichtwechsel hast du drinnen jetzt? Mehrere, mehr diverse. Aber er ist in 10 Minuten fertig. Also von dem her, Also schon mal jetzt was. alles nicht so wild. Noch irgendwelche? Magst du da oben auf die Fläche noch so einen fetten 230 Volt Todesgefahr Danger Blitz drauf machen? Nee, so ein Stromblitz. So ein Normzeichen. Habe ich Normzeichen? Bestimmt. Das ist Kickert, da ist sicher irgendwas. Klaus irgendwo im Internet. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich es vektorisieren muss, damit ich es da reinkriege. Bei
Pulsonix weiß ich, dass ich mit elendiglichem Aufwand das Ganze erstmal in ein Font umwandeln muss, damit ich es reinkriege. Du meinst sowas? Ja, genau. Hast du zufällig drin, oder wie? Ja, ist als Symbol angelegt. Ah. Ist groß. Kannst du jetzt skalieren? Ah, geil, perfekt. So, und da muss ich jetzt aber noch das Ding auf eine anderen. Muss jetzt da jeden auch nicht sagen, nee, muss nicht. Geht garantiert irgendwie anders und on Block. Ja, und da rechts daneben schreibst du einen Finger weg oder so. Und zwei Rufezeichen. So, jetzt wollen wir mal hier kurz gucken, damit die Leute sehen, wo es hier gerade ist. Ist nämlich in 0 Minuten fertig. So. Hi, Voltake, don't touch this. Na, 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 na. Fertig. Und die Stiftleisten? Oh, er hat die Stiftleisten gedruckt. Also anfassen traue ich es mir nicht, dann hat sie gedruckt, ne? Aha. Ist doch schon mal schick. So, Warnhinweis ist drauf. Ich habe es jetzt auch 3D gedruckt, Matthias. Wir können es uns jetzt quasi live anschauen. Ah. Du meinst, Schließen. das ist auch ein 3D-Betrachter? Ich habe jetzt auch einen 3D-Betrachter. So, jetzt muss ich Warte mal hier mal. hingehen. Ui. Mit Das ist Stiftleisten. schick. Und es reflektiert. Ich habe sogar transparente Unterlage. So, jetzt muss ich mal hier diese Nupsis auf der Seite weg. So, jetzt kommt der große Moment. Hier, habe einen 3D-Betrachter, Leute. So schaut es jetzt aus. Mit Stiftleisten, mit Bauteilen in Farbe und Bunt und sogar die Antennenstruktur ist dargestellt. Guck. Geil. Da die Strings ein bisschen wegmachen. Triax sind als Bausatz gedacht. Die kann man quasi hinschieben, wo man sie braucht. Und Scheiße. Was hast du nur ge? Was sind die Jule in der Hand? Logischerweise hängt ja auch nur an den zwei Pins und wenn ich da das Support unten rausreiß, dann reißen natürlich die zwei Pins damit ab gleichzeitig. Das heißt, du müsstest wasserlösliches Filament einspannen. Nee, man müsste es einfach nicht nur an zwei Pins festmachen, dann würde es auch besser gehen. Ach so, und da unten hat er so angedeutet, wo die Stecker sein sollten, hat er auch die Pins quasi angedeutet. Geil. Es ist, wie gesagt, eine schöne Möglichkeit, um sich das Ganze mal so live in der Natur anzugucken. Vor allem kannst du schauen, ob du es irgendwie eingebaut kriegst. Wann kann ich jetzt schauen, wo meine Triads hingefahren sind, weil die sind jetzt weg? Genau, für nächste Woche. Du wolltest in der Zwischenzeit auch noch die Platine bestellen. Fertigungsdaten hast du gerade gekriegt. Okay, perfekt. Das ist sehr schön, weil, genau, das will ich auf jeden Fall bestellen. Hast du mal bei Discord geschickt, dann mache ich das morgen dann im Prinzip gleich. Genau, und dann wollte man noch irgendwie die Version aufs Git hoch, damit man das hat und so irgendwie verknüpfen mit meinem Git oder irgendwie sowas hat man im Hinterkopf, gell? Erinnere ich mich. Ja, das ist aber was für Offstream. Ich Offstream. muss so ein bisschen was zusammensammeln. Also von dem her, die Leute, dass es wissen, ihr werdet das irgendwann die Möglichkeit haben, das zu sehen. Na gut, dann erstmal. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das YouTube-Video hat euch gefallen, der Zusammenschnitt vom Stream. Ich hoffe, allen, die hier waren, hat der Stream gefallen. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche Mittwoch wieder da, denn da heißt es wieder Stream bei Ehayo. Euch einen guten Abend, eine schöne Zeit und bis nächste Woche Mittwoch spätestens. Macht es gut. Bye bye. Ciao.